Tag, ihr Pupsbacken, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Wir sind hier, hoffentlich, ich erwarte es einfach mal, ich gehe mal ganz stark davon aus, in der letzten Folge stehen geblieben, denn es ist eine Folge verschwunden, Without a Trace, die verschwundene Let's Play-Folge, bald im Sat.1 Filmfilm, auch in ihrem TV-Programm. Eine spannende Geschichte mit Ayman Abdallah, der dieses Mysterium hoffentlich auflösen wird, und in der Hauptrolle Jürgen Vogel, der mich spielt, und Veronika Ferris spielt die weibliche Hauptdarstellerin, und ja, ich glaube, der Til Schweiger, der darf auch mitmachen. Wir wollen in der Ugelbuggelhöhle, ja, ich musste also halt improvisieren, ich habe ja glücklicherweise mehrere Saves, das sollte der Save sein, der stimmt. So, wir wollen den Ugelbuggel-Leuten helfen, wir wollen den leckeres, wohlschmeckendes, vitaminreiches, mit Spurenelementen versetztes Fastfood geben, aber nicht hier draußen. Ich bin falsch gelaufen. Wir müssen in den Hex-Hex-Park und dort dieses Wunderwerk der, ja, wie soll man das nennen? Diese Leckereien, diese wunderschönen Leckereien, diese wohlschmeckenden, wohltuenden und absolut bekömmlichen Speisen wollen wir den Burschen mal besorgen, damit sie etwas in den Magen bekommen, denn die haben ganz schön Durst und Hunger. Dementsprechend werden wir uns jetzt auf den Weg machen, auf die beschwerliche Reise, um Fastfood zu kaufen. Die schwere Reise zum nächsten McDonald's, Burger King, KFC, wo ich immer noch nicht drin war mittlerweile. Also ich bin da immer noch nicht drin gewesen bisher. Dabei war ich letztens in Hamburg, aber ich war in keinem KFC. Nicht, dass ich jetzt unbedingt da rein musste oder wollte oder es hätte unbedingt, ne? Aber ich will das ja schon mal machen. Aber Fastfood, liebe Kinder, ist ungesund. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Fastfood hat ganz schön viele Kalorien, ne? Und es ist fettig und zuckerhaltig und salzig. Und das sind ganz, ganz viele schlechte Nährstoffe, die ihr da in euch hineinpumpt. Ihr solltet euch es dreimal überlegen, ob ihr in einem Fastfood-Restaurant speist. Dort kriegt man in der Regel nur schlechte Kalorien, die nicht gut für euch sind, liebe Kinder. Natürlich, wenn man das Ganze in Maßen betreibt, ist es ab und zu auch mal nett, aber meistens schmeckt es doch auch nicht. Sind wir doch mal ehrlich, hausgemacht ist doch am leckersten, als so ein blöder, matschiger Cheeseburger, der eh nie so aussieht wie auf dem Plakat. So, hier, fettiger Joe, gib mir mal deine fettigen Pommes. Wobei, ganz ehrlich, ne, Pommes sind schon geil, muss man sagen. Also Pommes, da könnte ich mich auch reinlegen in so eine Pommeswanne mit Ketchup und Mayo. Und würde mich dann da drin suhlen wie ein Aal. Das ist ein sehr ekliges Bild gerade. Stellt euch jetzt mal Bowser vor, wie er in einer Wanne voller Pommes sich hin und her suhlt. Das, ja. Lassen wir das lieber mal. Das könnte eventuell YouTube dazu veranlassen, dieses Video ab 18 erst freizugeben. Das wollen wir lieber nicht. Denn YouTube ist ein amerikanisches Unternehmen und Amerika ist prüde. Da darfst du mit einer Shotgun in Videospielen Köpfe rollen lassen und auf brutalste Art und Weise Menschen umbringen. Aber du darfst keine nackte Haut zeigen. Das geht nicht. Und auch keine nackten Gedanken äußern. Das, oh, lecker. Mm, mit Hustaroma. So, du gibst mir bitte auch einen Hamburger, Earl. Okay, klar. Dann immer her damit. So, ich glaube, das waren zwar drei Leute, aber wir sollten eigentlich dennoch genug Fastfood in unserem Gepäck haben. Ich hoffe es einfach mal ganz stark. Du hast keine Hamburger mehr. Das ist ja sehr bedauerlich. Was ist denn euer Lieblings-Fastfood-Restaurant, wenn ihr euch denn da mal zu hinreißen lasst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ McDonald's-treu, was das betrifft. Der Big Tasty Bacon, wenn ich denn mal zu McDonald's gehe, ist schon eine Sünde wert. Aber, ja gut, Döner ist natürlich auch geil, ne? Döner ist ja auch Fastfood. Ist nun keine bestimmte Restaurantkette und jeder Döner ist ein bisschen anders gemacht, aber grundsätzlich kann man sagen, dass Döner Fastfood ist und auf jeden Fall auch, ich würde fast behaupten, mit eins der gesünderen Fastfoods, weil da ist immerhin Salat drin. So, ne? Also ich meine, gut, auf dem Hamburger und Cheeseburger, ne, da nicht, aber auf diversen Burger, die es bei McDonald's gibt, da gibt's auch hier, ne? Wisst ihr Bescheid hier, was soll ich sagen? Oh, ups, ups, freeze, wow, Framerate. So. Da gibt's auch ab und zu Burger mit Salat. Wisst ihr Bescheid? Oh, nee. Guck mal, das hasse ich, ne? Da willst du eine Aufnahme machen. Da willst du, weißt du, da setzt du dich hin und willst einmal was aufnehmen ohne Ruckler und dann ruckelt das. Voll professional. Aber egal, jetzt scheint's ja wieder zu laufen. Ich habe nichts im Hintergrund laufen. Überhaupt nichts. Rein gar nichts. Die absolute Leere geht in meinem Hintergrund ab. Hallo. Oh, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich sollte mich beeilen. Unendlich auf jeden Fall nicht. So. Dann geben wir den mal, den Burschen mal ihr Fresschen. So, und ich will ja noch ein bisschen was zeigen. Ich glaube, unsere nächste Station könnten unter anderem die Steinhagelgipfel sein.
Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Sollen wir hier noch irgendwas machen? Mir wurde die ganze Zeit vom Black Flasher gesagt, hier am Eingang, da, der Jinjo, der wartet auf dich. Komm, hol ihn dir endlich mal ab. Und ich glaube, ich muss ihm diese Bitte mal erfüllen. Hallo. 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 Jetzt rede doch mit mir. Ich habe Essen für dich. Hallo. Ich jetzt warm, aber immer noch hungrig. Fast Food, gut. Ich dein Essen will. Du geben. Also Kinder mit dem Willen, ne? Die kriegen normalerweise was auf die Brillen. Aber du trägst keine Brille, daher... Bitteschön. Ja, das schmeckt dir, wa? Ja. Das ist gut. Ich sehr glücklich jetzt. Ah, so siehst du auch aus. So, die wollen alle halt mein Essen haben. Man sieht mir scheinbar an, dass ich Essen habe. Ich sehe reich aus. Ich sehe aus wie jemand, der Burger mit sich herumträgt. So, der will auch was haben. Soll er haben. Ich bin ja großzügig. Man nennt mich auch in Fachkreisen Mutter Teresa. Ich jetzt warm. Aber ja, ja. Die haben alle den gleichen Text, mehr oder weniger drauf. Deswegen kann ich ihn ja auch geflissentlich ignorieren. So, ich höre hier auch gerade das Ei, ne? Das kann ich ja eigentlich mal mitnehmen. Will ich die Eier sammeln? Oh, eigentlich, es haben auch viele von euch geschrieben, ne? Ich kann mich hier irgendwo bestimmt trennen dann. Ich guck gleich mal. Es haben auch viele von euch geschrieben hier so von wegen hier... Ach Mensch, Arkus. Mensch, du alte Käsemauke. Jetzt hast du schon so weit gespielt, jetzt kannst du auch eigentlich mal 100% machen, ne? Du hast so oft dieses Projekt probiert, hast es nie beendet, jetzt kannst du aber auch mal... Jetzt kannst du doch mal den Anspruch haben an dich selber. An mich muss ich diesen Anspruch haben, dieses Spiel 100% zu machen. Und ihr habt damit gar nicht so Unrecht, glaube ich. Ich habe darüber mir Gedanken gemacht. Ich weiß noch nicht, zu welchem Resultat ich gekommen bin. Banjo-Tooie wird sowieso, das wird auf jeden Fall noch dauern, bis ich das Projekt durchhabe, denn, ich nehme die Parts jetzt wieder zeitnah auf. Es lässt mir zeitlich keine andere Wahl momentan. Und ich lade auch nie... Ich werde jetzt auch nicht wieder, nicht mehr drei Parts hochladen pro Tag. Also Banjo-Tooie ja sowieso nicht, aber drei Parts von verschiedenen. Der holt da gleich die Tröde raus. Wir sind Freund. Ja, wir haben Ugel-Buggel-Stamm vom Aussterben und jetzt kriegen wir eine Belohnung. Super toll. Ne, wollte ich euch nur mal ganz kurz sagen, also ich weiß noch nicht. Mal gucken. Dass ich jedes Mal wieder damit anfange, ist auch nervig. Zahnabdrücke, ich gedacht, Schokolade drin sein. Ja, das war ein Lindt-Goldhase. Ne, passend zum Osterfest. Wenn ich jetzt sage, passend zum Osterfest und dann glaubt ihr, ich habe hier gerade Ostern, dann denkt ihr euch, wann hat er denn die Aufnahme gemacht? Es ist gar nicht Ostern. Es ist, Freitag ist, hier Dingensbummens hier. Halloween. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Ha, ha, ha. Ja, Nightmare Before Christmas, ne? Sag ich nur. Merlin Manson hat das Lied ja auch gecovert, aber Merlin Manson, wen interessiert Merlin Manson? Ich wollte eigentlich das eine ausbrüten, wenn ich schon mal dabei bin. Was soll der Geiz? So, wo habe ich denn jetzt hier... Dann können wir uns das auch mal angucken, was da passiert. Das haben wir ja noch gar nicht gesehen. So, hier ist nämlich eins. Pardon. Ja, Halloween, verkleidet ihr euch, zieht ihr um die Häuser, sagt ihr Trick or Treat, ich meinte hier Süßes oder Saures, bewerft ihr irgendwelche unschuldigen Häuser mit Dingens hier, Eiern, vergammelten. Komm, das schaffst du, Kazooie. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Woo, dankeschön. So, dann machen wir mal. Ah, ist das schön. Nee, warte, ist das schön. Zack. War das nicht nur eine leere Hülle? Ach nee, tatsächlich, das ist ja tatsächlich ein Vogelbaby. Das ist eines meiner goldigen Kleinen. Oh, ist es nicht süß? Mir wurde auch gesagt, das hatte ich gar nicht so auf dem Teller, dass der Terry, das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Ich dachte, das wäre eine Frau. Weil, weiß ich nicht, man assoziiert so Kinder mit Frauen oftmals. Ich habe dieses alte Denken halt auch drin. Auch wenn die Männer mittlerweile in Vaterschaftsurlaub gehen können und all solche Scherze, habe ich dieses Denken trotzdem nur drin. Und oftmals ist es ja manchmal auch mittlerweile so, dass der Vater zu Hause bleibt und dort die Kinder hütet und nicht die Mutter. Wobei Kinder sowieso in den Kindergarten sollten. Also finde ich schon wichtig, damit die auch mit anderen Kindern richtig interagieren können, damit sie auch nicht klammern, damit sie auch mal aus dem Elternhaus rauskommen. Das ist schon wichtig für die Entwicklung, glaube ich. Ich glaube das tatsächlich. So, was machen wir jetzt? Ich wollte den Jinjo erstmal noch holen. Haben wir hier eigentlich offen, ne? Oh, mal schauen. Yandelay. Ja, der Jinjo, habe ich alle Jinjos. Ich weiß nicht, wo die leere Honigwabe ist. Und die Shito-Seite. Habe ich in Dympos Becken die geholt? Ich weiß, da ist eine drin, aber habe ich die geholt? Och, das Lecken, ne? Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Wo, da bin ich wieder. Ich weiß nicht. Oh, 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 Bugge. Ja, Harry. Aha.
Das hat wehgetan, ne? Das gibt Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Gut ist. Boah, da hat mein Rechner heute gesagt, heute will ich mal nicht. Dummerweise habe ich gesagt, ich will heute. Deswegen kommen wir nicht gerade auf den gleichen Nenner. Aber ist okay. Ist okay, ist okay. So, ich wollte den Jinjo, der war mal Eingang, Eingang, Eingang. Ich flieg da jetzt einfach hin. Ich bin voll krass und so. Mann mit Bart, härter als Arnold Schwarzenegger. Wow. Whee! Scheiße. Denn nicht. Weißt du was? Ich gebe auf. Echter Mann gibt's zwar nicht auf, aber ich gebe auf. War da die Höhle? Nee, da war ja wieder die Bahnstation, glaube ich. So, und hier soll irgendwo oben Jinjo sein, gleich am Eingang. Wurde mir so gesagt, wurde mir so zugetragen. Ich will das mal glauben, man sollte mich nicht anlügen, ich werde dann garstig. Lügen haben kurze Beine. Wo ist jetzt hier ein Jinjo? Wo ist hier ein Jin... Ach, was? Da oben, oder was? Are you fucking crazy? Okay. Ja, tolle Karte. Kann ich ihn vielleicht auch abfackeln und dann springt er aus Versehen? Kann ich natürlich nicht. Ja, komm, den muss ich jetzt noch holen. Warte mal, wir machen das anders. Ich hole mir jetzt erstmal schön... Ich hole mir jetzt mal schön dicke Eier. Nicht zu verwechseln mit dicken Bohnen. Die sind übrigens sehr lecker, dicke Bohnen. Sowieso, ich bin ein großer Fan von Bohnen. Bohnen sind das Allerköstlichste auf diesem Planeten. Und ich mag auch gerne Möhrchen mit Honig. Möhrchen mit Honig, fantastik. Also wirklich. Ich habe letztens, habe ich das gegessen, ich war so beeindruckt, habe ich ja noch nie gemacht. Habe ich noch nie so gegessen, ich bin normalerweise kein Honigfan. Aber da, in dieser Kombination, habe ich gedacht, Mensch, diese süß-gemüsige Kombination hat mich doch durchaus fasziniert. So, gut, dass diese Anspielung nur eine Person versteht und auch die soll es verstehen. So, dann lassen wir mal die Möhrchen in Ruhe, ne? So, ich flieg da jetzt einfach rein, ich flieg da jetzt rein. Ich bin voll krass drauf, ne? So, pass auf, hier. Zack. So geht das nämlich auch. Oh, alle! Juhu! Die Grünen sind wieder vereint. So, dann würde ich vorschlagen, Kenners. Es wurde mir auch geschrieben, ich glaube, das war sogar der Laubfrosch. Nee, wie heißt du nochmal? Laubfrosch? Hieß du Laubfrosch? Nee, der hieß nicht Laubfrosch. Irgendwas mit Laub. Wie hieß der denn noch? Tut mir leid. Ich kenne dich auf jeden Fall. Und da war doch was mit Laub. Laubfreund? Nee. Wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Oh, wie peinlich. Vielleicht hieß er gar nicht was mit Laub. Und dann fragt ihr euch, wen meint denn der jetzt, der Sack? Ah, shit. Naja. Wie hieß der denn? Laubfrosch. Der hieß nicht Laubfrosch. Egal. Der meinte, er würde ja nochmal gern sehen hier. Die Aliens. Und so, das machen wir nochmal. Wir gehen nochmal zu den Steinhagel-Gipfeln. Da gehen wir jetzt mal gekonnt hin. Ne, nicht wahr? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Mein Name ist Günther Jauch und ich bin heute Ihr Moderator. Kommen wir zur ersten Frage. Wollen Sie einen Joker? Ich hör auf. Das kann ich nicht gut. Ich bin nicht der Jauch. Ich bin auch keiner Jauchegrube entstiegen, auch wenn ich manchmal so rieche. Ha, 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 ha. Tue ich natürlich nicht. So, ah, da sind wir schon. Oh, das ist schön hier, ne? Oh, wow. Fühl mich direkt heimisch. Schön. Nee, was ist das schön. So, wir werden uns direkt zu Mumbo verwandeln. Weil wir verwandeln uns nicht zu Mumbo, dass ich das jedes Mal durcheinander bringe. Wir leihen uns Mumbo aus. Und dann werden wir mit Mumbo die sämtlichen... Also, hoffentlich finden wir sie alle. Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ich glaube, ich kann nur Mumbo-Platten in der Eisseite finden. Und dann werde ich mal drauf ankommen lassen. Und dann werde ich mal... Dann werde ich das mal drauf ankommen lassen, ne? Ich will nochmal ganz kurz eine Story mit euch teilen. Busgeschichte mehr oder weniger interessant, eigentlich total uninteressant, aber es ist ja so ein Busfahren, beim Busfahren, da sind ja viele Leute mit Smartphones unterwegs. Ich habe ja auch eins, bin ja auch cool und hip. Auf jeden Fall habe ich einen gesehen, aus den Augenwinkeln heraus. Es ist nicht so, dass ich fremde Nachrichten von jemandem lese. Der hatte auf dem Display so viele Herzen drauf, der hat wahrscheinlich mit seiner Freundin, seiner Frau, seiner Schwägerin, seiner Mutter geredet, dass der so viele Herzchen gebraucht hat, dass das schon sehr eigenartig war. Und da wollte ich mal fragen, wie steht ihr eigentlich zu Smileys und dem regen Gebrauch davon? Dass sie... Was war das denn? Benjo, du alte Hüfte. Mensch. So, komm mal her, du. Also was haltet ihr denn von übermäßigem Gebrauch von Smileys? Ich habe da so phasenweise auch manchmal nämlich den Tick, viele Smileys zu schreiben.
Manchmal auch nicht. Also es kommt immer auf die Situation drauf an, ne? Und manchmal passt man sich auch seinem Gegenüber an, ne? Wenn mein Gegenüber, zum Beispiel mit dem ich gerade chatte oder was weiß ich, nicht viele Smileys benutzt, dann benutze ich in der Regel auch nicht viele Smileys. Benutzt er viele Smileys, benutze ich in der Regel auch mehr Smileys. Das ist schon ein bisschen, ich assimiliere mich so ein bisschen. Ich passe mich an, ich bin ein Borg. Nee, bin ich nicht. Ich habe nie Star Trek geguckt. Ich weiß nur, assimilieren und Borg, das gehört irgendwie zusammen. So, auf jeden Fall. Was heißt, ich habe nie Star Trek geguckt? Ich habe mal die erste Folge von Next Generation geguckt und das hat mir nicht so gelegen. Aber vielleicht muss ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Aber ich will nicht über Star Trek reden. Auf jeden Fall Smileys. Und wisst ihr noch die Zeit? Das war damals. Das ist mittlerweile echt zurückgegangen. Da hat man hinter jedem Satz diese komischen Dächer gemacht. Diese zwei Dächer. Wisst ihr, dieses... das soll wohl so ein fröhliches Gesicht darstellen. Hat man hinter jedem Satz hat man diese Dächer gemacht. Das war damals, als ich mit dem Internet so anfing, beziehungsweise meine Hochphase mit dem Internet hatte, war das der Shit schlechthin. Man hat überall diese Dächer rangeklatscht. Was ein Scheiß, ne? Das ist aber mittlerweile echt zurückgegangen. Ich sehe es ab und zu immer nochmal, vornehmlich jüngere Burschen scheinen das zu benutzen. Oder auch Frauen meinetwegen, ich will niemanden ausschließen. Aber auch ich hatte damals diesen Tick, ich gebe es zu. Und ich weiß auch, dass viele Leute strikt gegen solche Smileys sind, aber oftmals sind sie natürlich auch sehr nützlich, um gewisse Gefühlsregungen darzustellen, denn man sieht sich ja nicht bei einem Chatgespräch und dementsprechend, man hört sich auch nicht bei einem Chatgespräch, man kann Gefühle wesentlich schlechter übermitteln. Da gibt es natürlich noch so Wörter wie LOL, was übrigens einige sogar im echten Sprachgebrauch verwenden, was ich sehr bedenklich finde. Wenn ich jemanden höre, der statt zu lachen LOL sagt, der... Heutzutage wird der von mir eine links und rechts kriegen, ganz ehrlich. Nee. Das macht man, wenn man chattet, Leute. Nicht, wenn man redet. Und auch wenn man chattet, sollte man LOL kommen, ist doch überholt mittlerweile. Ist doch echt, ist doch old, ey. So, wo will ich hin? Ich will Mumbo irgendwo einsetzen. Ich will ihn einfach irgendwo einsetzen. Ich will ihn einsetzen. Ich will ihn einsetzen. Ich will ihn einheizen. Ich will ihn... Ah, schaffen wir das noch? Habe ich noch Teat? Ah, ich will eigentlich nicht mehr so lange. Komme ich da hoch? Ja. Das Problem am Momo ist natürlich, der hat kurze Beine. Der kommt nicht so gut hoch. Der ist eigentlich relativ nutzlos sogar, wenn man nochmal ganz ehrlich ist. Aber so, ich glaube, ich muss hier nämlich diesen schmalen Grat hier. Irgendwie da muss ich hin. Ne, da muss ich eigentlich... Doch, da muss ich hin. Tatsache. Und da ist auch der Alien-Freund. Ja, siehst du mal. Zack. Und eine Stelle muss es noch geben. Die finden wir hoffentlich auch. Hoffen, das funktionieren. Die müsste da hinten irgendwo sein. Ah, Lebenskraft für Sabreman. Ja, der hatte auch irgendwie, basiert auch irgendwie auf einem GBA-Spiel, aber fragt mich nicht. Black Flasher, bitte, tu deinen Dienst. Vielleicht hast du es schon gemacht. Nee, du hast nur... Doch, das hast du, glaube ich, schon gemacht, ne? Oder war das nur bei Captain, bei diesem Piratentypen, ne? Ich weiß das gerade gar nicht. Na, vielen Dank, junger Herr. Ich bin ja seit 1984 festgefroren. Momo, vielleicht verrückten alten Mann schon mal gesehen? Durchaus möglich. Ich komme aus dem goldenen Zeitalter, als die Wölfe Könige waren. Ich heiße Sabreman. Ich bin im Abenteuergeschäft. Zumindest war ich das. Was macht Sabreman im Eisblock? Dieser verfluchte Wolf hat mich bis hierher gejagt. Dann hat mich der Eisdrache eingefroren. Mir ist ziemlich kalt. Kannst du mich irgendwie aufwärmen? Momo das nicht tun, aber kennen Bärder das können. Ah, ich würde ihn gerne kuscheln, bis er warm ist. Nein. Kein Problem, wir müssen jetzt verschiedene Sachen machen, um den zurückzubringen. Wir müssen ihn erstmal aufwärmen und dann müssen wir ihn mit Benjamin mit der Taxitasche, müssen wir ihn dann an seinen Wohnort zurückbringen, weil der alte Mann sich natürlich nicht allzu gut bewegen kann, nachdem er fast erfroren, dann fast abgebrannt und dann, weiß ich nicht, zurückgelassen wurde. So, warte mal. Jetzt gucke ich mal, ob ich die andere Stelle auch nochmal ganz spontan finde. Ich meine, das war hier in der Ecke irgendwo. Und ich meine ganz ehrlich, das war alles mit Mumbo. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin halt ein Retter in letzter Not, ne? Ich bin... Heute habe ich echt einen Rettungsdienst, ne? Ich rette heute sämtliche Menschen. Ich rette den Stamm vom Aussterben und hier und da und Hüerhot und hast du nicht gesehen und... Weißt du Bescheid, Schätzelein? Ach, da muss ich hoch, genau. Ja, ja. Komm, das machen wir noch eben. Ich bin heute ein Freudenspender, ein Lebensspender. Freudenspender, nee, ich glaube, das hat eine andere Bedeutung. Ein Lebensspender bin ich heute. Ich spende mein Leben, ich rette einem... Ich rette einen Stamm vom Aussterben. Ich befreie einen Sabreman, Saberman, He-Man oder was auch immer. Und jetzt noch einen Alien. Den wir wiederbeleben. Der ist nämlich tot, wie wir gesehen haben. Lebenskraft für den Alien-Vater. Ich kann pokern. Der Sturz war sehr schmerzhaft. Wo bin ich? Du tot. Momo, große Schamanenmagie benutzt. Du jetzt leben.
Dieser schwächliche Erdlingszauber wäre gar nicht nötig gewesen. Meine Spezialenergie ist viel besser. Marsmensch undankbar. Verschwendet Mumbus Zeit. Ihm Lehre erteilen sollte. Entschuldigung, merkwürdiger Freund. Meine Spezialenergie ist am Ende und wir brauchen deine Hilfe. Unsere drei Kinder sind geflohen, bevor das Schiff in der Lagune notlandete. Finde meine Kinder und bringe sie sicher zu mir. Dann beschenke ich die Erde reichlich. Mumbo Geschenke mögen, aber keine billigen Alien mitbringen sie. Ja, nicht sowas wie mit einem T-Shirt oder sowas. Die Kinder werden sich versteckt halten, bis sie ein Alien-Signal erhalten. Mumbo beeindruckt, aber Mumbo-Magie besser. Muss ich die jetzt befreien mit dem Bohrer oder wie Mukwieder? Aber den Kindern werden wir auf jeden Fall helfen. Da werden sie geholfen. Muss ich die mit der Taxitasche transportieren oder gehen die von alleine wieder zurück? Das frage ich mich jetzt auch. Na gut, ich dachte, ich kriege jetzt schon ein Puzzleteil als Belohnung, aber das war es auch schon mit Mumbo, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war ja nun... Ah, es gibt eine Abkürzung. Stimmt ja. Die habe ich nicht freigeschaltet, oder? Scheiße, ich habe natürlich keine Granateier. Man kann nämlich durch Humba Wumbas Zelt und durch Mumbos Zelt irgendwie... Da gibt es so eine Abkürzung, so eine kleine Bresche kann man da schlagen. Und ich glaube, ich kann das jetzt nicht machen. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg zurückdackeln. Hallo! Mumbo, nicht willkommen, sofort gehen oder viel groß Ärger bekommen. Ach, Süße, du willst es doch auch. Na, komm schon. Nein. Das wäre so ein schönes Paar. Beide haben so Zauberkraft, beide sind so bekloppt. Das wäre so schön, aber... Mumbo, aus Becken gehen. Ah, ist so schön hier gerade, du, weißt du? So, normalerweise muss ich hier irgendwo nehmen. Bei Mumbo muss ich das machen. Da muss ich da eine Bresche in die... Eine Wäsche. Ich muss da die Wäsche an die Wand hängen. Nee, da muss ich mit dem Granatei irgendwie... Und das habe ich leider versäumt. Aber ich weiß es. Ich weiß es, das ist doch die Hauptsache. Naja, Kinders, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.